So, jetzt willkommen zu einer weiteren Runde Läufex. Die letzte Folge war sehr interessant, denn da gab es drei Fake Facts. Ne? Direkt ins Gesicht. Das habe ich dann gemerkt, als ich die Kommentare gelesen habe. Und bei der letzten Folge war, im Gegensatz zu allen anderen bisherigen Folgen, eine kleine Besonderheit. Nämlich hat mir da jemand geholfen. Ich bin nicht daran schuld. So. Ich habe was zu tun für HyperX ein Video, Samstag-Shit mit dem Löwenkind war ein bisschen aufwendig und andere Dinge. Und ich hatte unseren lieben Praktikanten hier, Sebastian, aka The Bizeps, gefragt, ob er nicht mir meine Fakten recherchieren könnte für die Folge. So hat er gemacht und war. Aber Leute, ich habe uns gerecht, den Hand of Blood. Und hier bei Freaks for Gaming haben wir eine gewisse Philosophie. Kennt ihr den Film Die Kinder des Monsieur Mathieu? Da gibt es wie nennt man das? Diese gute Erziehungsmaßnahme, die nennt sich Aktion Reaktion. Und diese Reaktion habe ich vollzogen. Bitteschön. Hey Sebastian, ich wollte nochmal sagen, dass ich es echt toll fand von dir, dass du mir bei den letzten Läufecks geholfen hast. Du hast da so schön recherchiert und da wollte ich mich nochmal ganz persönlich bedanken. Was machst du denn gerade? Ich bin scheiße. What the f***? Hier ist Pflegetuch. Junge, what the fuck, man? Alter. Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Das kannst du so essen, das sind die Reste für die Praktikanten. Los, da ist er, drauf! Nein, du bist nicht! Nein! Du hast mich! Nein! 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 So, der hat sein Fett weg. Kommen wir nun zu den Fake Facts, denn das sind diesmal mehrere. Einmal war das Fact 2, dass League of Legends Film mal ein Kickstarter-Projekt war. Ist Quatsch, habe ich gefotoshoppt. Noobs. Zweiter Fake-Fact war Fakt 15, dass Lulu angeblich mit ihren Fähigkeiten die einzige sei, die in der Lage ist, feindliche, verbündete Ziele und sich selber damit zu verzaubern. Das ist ja nicht so, dass Zilean oder Nami, Bard, Ultimate, die können das alle nicht, nee. Und zu guter Letzt, Fake 15, ne? Dass Faker ja bisher nie mit Skins gespielt hat, außer einmal. Der hat bisher sogar viermal mit einem Skin gespielt. Aber wie dem auch sei, kommen wir einfach zum ersten Themenfake, nämlich Echos Interaktion mit anderen Champions. Bitteschön. Ah, wer hat die Bullen gerufen? Hier, wohin du willst, Mundo. Außerhalb von Zorn. Na, Gavin? In letzter Zeit ein paar neue Wörter gelernt? Zorn! Ich warte knall, bis du angefangen hast, mit der Knarre zu sprechen. Ich hab nun meine Hausratte verloren. Bist du es, Mr. Tails? Nimm meine Zeitmaschine, Urgot. Du brauchst sie eindeutig dringender. Ich stech dir dein Auge aus. Deinen Kopf aus. Dein Gesicht ab. Wie funktionierst du überhaupt? Wozu benutzt du die dritte Hand überhaupt? Ich hoffe wirklich, du bist nicht ich aus der Zukunft. Zweiter Fact. Kates Tanz ist eine Anlehnung an den Tanz von Will und Carlton aus der Serie Der Prinz von Bel-Air. Kennt vielleicht ein paar von euch noch, schon etwas älter. What the fuck? Jedenfalls tanzen sie da zu dem Song Apache Jump on It von der Sugar Hill Gang. Ist auf jeden Fall sehr lustig und empfehlenswert. Guckt mal, Prinz von Bel-Air ist Kulturschissel. Entwickelt Kha'Zix seinen Sprung weiter, besteht eine Möglichkeit bei der Laufanimation, dass er so ein bisschen hüpft und flattert und dann mit einem nachgewachsenen
ekelhaften Flügel auch noch so rum. Süß! LeBlanc heißt auf Französisch so viel wie der Weise oder die Weise. Und das könnte eine Anlehnung sein an die französische Mathematikerin Sophie Germain. Im 18. Jahrhundert waren Frauen aus akademischen Diskursen und Universitäten so gut wie ausgeschlossen. Die Sophie Germain lässt sich das aber nicht bieten und hat sich als ein gewisser Monsieur Antoine Auguste LeBlanc dort angemeldet. Somit hat sie dann wissenschaftliche Dokumente, Briefe, Mitschriften und so weiter erhalten können über den Postweg und hat somit ihren Dozenten oder ihre Dozenten getäuscht. LeBlanc, die Täuscherin. Der Muay Thai Lisinskin wurde 2012 zum Start von League of Legends in Thailand eingeführt. Das war so eine Art Tribut, sage ich mal, an den nationalen Kampfsport Muay Thai bzw. Thai Boxen. Die Kampfsportler tragen dabei ein sogenanntes Mong Kong. Das ist ein Stirnband. Sieht sehr schön aus, ich trage das auch und auf dem Skin von Lisin sieht man das auch. Außerdem tragen sie noch so ein Armband, was böse Geister und negative Energien abhalten soll. Geh weg, Dagi! Geh! Laut eines alten Champion-Sales, den es noch im NA-Forum zu sehen gibt, wiegt Wei, ja, ihr Kampfgewicht, 8140 Pfund. Das sind umgerechnet 3692 Kilogramm. Ja, schlappe 3,7 Tonnen. Die Frau ist anscheinend unter ihrer Kampfmontur nicht ganz so schlank. Das Item Guinsoos Wutklinge wurde entwickelt von einem Game-Developer von Riot, der eben auch so heißt. Also nicht Guinsoos Wutklinge, sondern nur Guinsoo. Der hat nämlich in der Beta ganz viel Corki gespielt und wollte unbedingt ein Item erschaffen, was irgendwie beidem gerecht wird. Denn Corki macht ja AP als auch AD Schaden und er hat sich gedacht, mache ich ein Nischenprodukt und ja, hat das nach sich benannt. Das PvP-Net ist ja so das technische Interface vom LoL-Client. Ja, also das technische Gerüst vom Interface. Wenn ihr jetzt im Browser PvP-Net oben eingibt, in die Browser-Suchleiste, dann werdet ihr automatisch umgeleitet auf die League of Legends-Seite eurer Region. Also in unserem Fall EU West. Random. Der Name von Gambit Gamings alteingesessenen Jungler Diamond Prox wird eigentlich Diamond Pro X ausgesprochen. Also das wollte der arme Junge ursprünglich. Aber die Leute überschatten das alles, indem sie einfach alles zusammenmanschen und das in einem Wort aussprechen. Diamond Prox. Ramos ultimative Fähigkeit Beben fügt Strukturen im Wirkungsradius Schaden zu. Ja, ich weiß, wissen wir alle schon, aber muss ja auch mal erzählen. Es ist nämlich einzigartig, also so fast. Oder? AOE-Schaden, der Strukturen beschädigt? Ich versteife mich nicht auf diese Aussage. Tschüss. Wenn man Heimerdingers ultimative Fähigkeit Aufrüsten aktiviert, bekommt er einen Buff für die Wirkungszeit. Und dieser Buff heißt härter, härter, besser, schneller, stärker. Ne, zu Englisch harder, better, faster, stronger. Und das eine Anlehnung an Daft Punk Song Harder, Better, Faster, Stronger. Zurzeit gibt es 5 Champions, die sowohl als Nah- als auch als Fernkämpfer kategorisiert sind. Hätten wir zum einen Jace, Nidalee, Azir, Nah und Elise. Darius und Draven gelten auch als The Blood Brothers, denn beide haben eine Passive, die mit Blutung zu tun hat. Ja gut, Draven nicht mehr, seine jetzige Passive League of Draven geht ja so, dass wenn er einen Q fängt, eine Aufladung bekommt und wenn er dann mal einen Kill macht, er Geld für diese Aufladung bekommt. Früher hieß seine Passive Wicked Blades, was Blutung beim Gegner hervorgerufen hat, wenn er einen kritischen Treffer oder mit seiner Q einen Gegner erwischt hat. Ja, und Darius Passive Hemorrhage, was zu Deutsch so viel wie Bluten heißt, glaube ich, habe es richtig ausgesprochen, fügt 5 Sekunden lang eine Blutung zu und stackt. Ja, tschüss.
Wie wir alle wissen, wenn man auf der Aramet mit Braum spielt und einen Poro füttert, bekommt dieser einen Schnurrbart. Wenn man allerdings, und der ist neu, mit Drachentöter Braum einen Poro füttert, bekommt er einen Schnurrbart. Einen hellen Schnurrbart. Und der letzte Fact, ein bisschen krass, muss ich sagen, und zwar geht es da um Double Lift. Dieser wurde nämlich nach der DreamHack Summer 2011 von zu Hause rausgeworfen von seinen Eltern. Und zwar wollten die, dass der unbedingt eine ordentliche Karriere anfängt und nicht dieses E-Sport-Pro-Gaming-Ding. Denn das ist ja ganz verpönt oder inzwischen nicht mehr so doll, aber damals war das gerade in den Anfängen noch. Und der Junge saß dann tatsächlich auf der Straße und hat auf fucking Reddit, gefragt, wer ihm eine Unterkunft bereitstellen kann. Das finde ich schon ziemlich krass, muss ich sagen. Jedenfalls hat dann der gute League of Legends Journalist Travis Gafford ihn bei sich aufgenommen, bis dann Doublelift schließlich bei CLG sein neues Zuhause fand. Mittlerweile hat er wohl nicht mehr allzu viel Kontakt zu seiner Familie, was ich auch nicht verwunderlich finde. Ja, das war eine weitere Runde League of Legends und ich nutze den Moment, um euch nochmal etwas Wichtiges mitzuteilen. Ruhe bitte jetzt. Ihr seid wie eine Familie für mich. Ihr seid alles wie gute Freunde. Und ich wollte euch einfach nur sagen... Moment. Ich wollte euch einfach nur sagen, dass ihr... wir wie eine Familie geworden sind. Und dass mir das echt... richtig wichtig geworden ist. Was wollte ich noch sagen? In der Beschreibung sind ein paar Links für zum Beispiel Nivea. Tolle Creme benutze ich immer. Oh, das ist gerade so ein emotionaler Moment, ey. Wir haben schon so viel erreicht gemeinsam, Leute. Wir haben schon, weiß ich nicht, ne? Ich liebe euch. Ihr seid alle meine Freunde. Bitte alle retweeten. Das geht ja gar nicht. Teilen dieses Video. Und kauft Creme, denn wenn ihr die Creme kauft, dann seid ihr richtig cool und richtige Bloodinatoren. Und wenn ihr die Creme nicht kauft, dann seid ihr dumme, verfickte Scheißkinder. Was? Ah ja, das soll mit so einer Message unterschwellig rüberkommen, ne? Ah, okay, ich versuch's nochmal anders. Okay. Hi. Daumen hoch. Tschüss. Irgendwie liegt hier eine pinke Hose. Tschüss. Achso.